Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 320 von Simotrans. Ja, der Zug, der steht da noch. Nochmal auf die Pause rausnehmen. Der fährt jetzt hier rein. Den müssen wir optimieren im Endeffekt. Da müssen wir nochmal gucken. Die Tante Mimi hatte geschrieben, wo kommen denn bitte schön die Dingens weg? WASD ist die falsche Sache. Wir müssen Pfeiltasten nehmen. Wo kommen die Leute weg, die an den gewissen Stellen arbeiten? Also ich hätte damals Riedenburg für die Tierfutterfabrik gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hier kommen sie aus Hardegs und Altenau, kommen aber über unseren Zug dann da auch hin. Das passt also. Oh, hier ist was Neues. Kohlekraftwerk. Kohlebergwerk, nicht Kraftwerk. Okay, müssen wir anschließen. Wir hatten das ja schon neu. Also hier die Straßenbahn bringen die ja hier hin und dann von da nach da. Das passt also. Wir fahren mit dem Zug ja auch hier vorbei. Das heißt, hier werden die Leute von Hardegsen gebracht. Das passt auch. Hier bringen wir gar keine Leute hin. Das kann man aber auch noch machen. Das ist Hardegsen. Und ja, das ist noch nicht angeschlossen. Hier beim Stahlwerk kommen die, glaube ich, auch aus Hardegsen. Nee, Altenau. Und wo ist jetzt das Dingens? Das muss weiter hier rechts sein. Hier runter, dann nach links. Hier ist es. Die waren aus Riedenburg, meines Erachtens. Sind sie auch. Das war ja da die Verbindung, wo ich dann in Hardegsen wird ja der Zug dann enden mit den Personen, die von Riedenburg kommen. Und da wird dann umgestiegen sozusagen. Hier haben wir natürlich noch Leute aus Riedenburg und hier wahrscheinlich dann auch. Genauso ist es. Und die meisten kommen hier aus Riedenburg. Warte, hier war jetzt noch die Raffinerie oder was war es? Ja, die kommen auch aus Riedenburg. Kohlekraftwerk ist, glaube ich, auch noch Riedenburg. Nee, die kommen schon aus Hardegsen. Aber die sind alle angeschlossen, sozusagen, die Orte. Hier wird es auch so sein, ne? Genau so ist es. Okay, dann ist das geklärt. Weiß die Tante Mimi das, was da los ist? Die Tante Mimi hatte noch gesagt, ach so, wir sind noch in der Vorschau sozusagen. Das bedeutet, wir schalten jetzt kurz auf das Intro und danach machen wir dann groß weiter, ne? Bis gleich. So, habt ihr aber auf dem kleinen Bild auch gesehen, wo die Leute alle herkamen, habe ich geguckt, habe ich ja vorgelesen, dann wisst ihr das auch. Und jetzt müssen wir noch gucken, die Tante Mimi hatte den Lokschuppen, müssen wir hin, gesagt, dass dieser Regionalexpress. Dieser Zug hier hat auch einen Endzug. Und das ist der. So, jetzt ist nur die Frage, ich baue den auf. Dann wird der grün. Und das ist der Anzug. Unser Problem ist aber da. 0 kW. Der fährt nicht von alleine. Da muss definitiv eine Lok dran. Na, dieses Teil. Dieses Teil und die drei gehören zusammen. Ich habe den Zug natürlich jetzt so gebaut. Es ist ein Steuerwagen und das ist ein Steuerwagen. Aber im Endeffekt, wenn man in der Dingens schaut, in der Realität schaut, ist glaube nie ein Steuerwagen da dran, sondern einmal ist er schiebend und einmal ist er umgekehrt ziehend, sozusagen die Lok dann sozusagen. Da kann man das mitbauen. Kann man einen Zug mitbauen, richtig, aber das Problem, was wir haben, der kann nicht fahren, da er keine Leistung hat. Da gibt es keinen Antrieb drin. Das sind zwei Steuerwagen, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und man braucht eine Lok. Gut, dann haben wir das. Machen wir jetzt weg. Verkaufen wir alles wieder, dann haben wir unser Geld zurück. Ist, glaube ich, schon alles weg, ne? Wir können ja mal gerade noch hier durchgucken. Aber ich glaube, ich sehe jetzt doch, da ist noch einer und da ist noch einer. Ja, so ein paar Züge stehen hier noch und können noch ein paar Mark bringen. Totes Kapital. Oh, hier ist ganz viel totes Kapital. Das machen wir jetzt mal alles hier mal gerade raus, wenn wir schon sind. Und hier kommen wir auch noch runter, wenn. Habe ich einen vergessen? Nein, ich glaube nicht. Da sind wir welche. Machen wir die 7 auch noch weg. Ich glaube, jetzt ist hier nichts mehr drin. Na, die Loks habe ich, ja, diese weiße 1, die ist schon schwer zu sehen oder was es auch immer für eine Zahl ist. Na, jetzt passt es aber auf jeden Fall. Gut, haben wir das auch. Oh, diese Kirche ist neu, ne? Die war da sonst nicht, aber wird hier abgedeckt, denke ich mal. Also, nee, wir müssen da die Taste V drücken. Genau, ist auf jeden Fall abgedeckt. Aber hier haben wir noch eine touristische Attraktion neu, die nicht abgedeckt ist. Das bedeutet,
Wenn wir den Zug gemacht haben, der jetzt hier noch nicht ist, müssen wir da mal was tun, dass das passt, ne? Aber das ist ja hier ein krasses Ding hier. Getreidespeicher Potsdam-Rehbrücke Grau. Sehr interessant. Ja, da sind schon ein paar. Hier ist er normal, nur andersrum stehend, okay. So, wir müssen jetzt gucken, dass unser Zug, den wir hier irgendwo fahren haben, mal begleiten. Und schauen, wie er ausgelastet ist. 225 hat er da jetzt mitbringt von da unten und ist jetzt gleich voll wahrscheinlich, oder? Jetzt kommt er an und. Ah ne, nicht voll. Er hat Leute hier abgesetzt und fährt dann. Ach so, er ist da reingekommen, alles klar. Er kam jetzt von da hinten. Und die 127 geht nach. Ah, er fährt hier nochmal rein und dann da unten auch nochmal rein. Okay, hier setzt er aber wohl dann keine ab, oder wie ist das? Ne, das ist Südostwald. Ach so, hier ist der Wechselbahnhof ja schon. Die 5 fahren dann weiter. Ne, die 122. Hier steigen nur 5 aus und die 122 fahren dann weiter. Wie bleiben wir denn hier auf dem Gleis stehen? 117 Passagiere. Die fahren aber hoffentlich alle mit. Die waren alle Baustoffhandel. Die nimmt der da jetzt mit. Okay, dann sind das ja schon mal 117, die er mitnimmt. Das sieht doch erstmal gut aus. Ist die Frage, wo der andere ist. Aber wir wollen erstmal jetzt den hier verfolgen. Und schauen. Können wir eigentlich das Signal da. Wenn der Zug weg ist, reißen wir das mal weg, oder? Braucht kein Mensch da mehr. Und das. Reißen wir auch weg. Und das reißen wir auch weg. Und da setzen wir mal ein paar schickere hin, oder? Ja. So ist richtig, ne? Wollen wir mal schauen, ob das so klappt, was wir hier vorhaben. Aber ersetzen kann man die nicht, ne? Nee, leider nicht. Dann würde ich mal hier noch einen hinsetzen und dann können wir den da wegreißen. Der kann sowieso weg. Den reißen wir auch weg. Den reißen wir auch weg und bauen da gerade mal ein paar schickere hin. Also der geht da und der geht da. Der könnte dann da, naja, eigentlich eher da stehen, ne? Dann machen wir den da weg. Sieht erstmal gut aus. Hier ist das Auswahlsignal für den Bahnhof. Er hat noch 191 jetzt. Okay, er ist jetzt auf dem Rückweg dann so halb voll. Und fährt dann dahin, ne? Da kommt gar keiner vorbei. Okay. Auswahlendschild. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Oder würde Sinn machen, das überall eigentlich zu positionieren. Machen wir jetzt aber nicht, weil bisher haben wir keine Probleme, glaube. Fährt hier und dreht oder was? Ne, er fährt da rein und steigen dann die Leute aus. Jetzt gucken wir mal gerade, wie viele hier sind. Nur 47. Das liegt aber daran, dass hier ein Zug verkehrt. Das ist ein Postzug. Hier ist unser passender Zug mit 362. Der ist voll. Steigen hier welche aus? Nein, hier können gar keine mehr absteigen, aussteigen. Hier müssten. Oh ne, hier sind gar keine Leute. Aber ist doch ein Güterbahnhof, oder? Wo ist denn der jetzt dahinter? Okay. Aber hier stehen keine wartenden Passagiere, oder? Schüttgut, Kohle, Kohle, Nutzholzbretter, keine Passagiere. Aber er hat da Geld kassiert gerade. Versteht das einer? Oh. Hier hat es auch eine Gastwirtschaft gegeben, die man beliefern kann. Ja, wenn man eine gewisse Größe hat, wächst das Spiel dann schneller, ne? Da müssen wir definitiv dran, ne? Oder warte mal. Ne, B war falsch. Soll ich da kurz Info weg? Ah, okay, das ist sogar teilweise hierdurch abgedeckt. Aber nicht ganz. Aber das spielt, glaube ich, keine Rolle. Wir würden jetzt hier noch einen Straßenabschnitt machen. Stadtstraße, weil der Bahnhof ist ja der gleiche.
und bringen jetzt hier den dahin und haben dann auch das letzte Fleckchen der Gastwirtschaft abgedeckt. Nur, was wird hier angeliefert, ne? Haushaltsgeräte und Möbel. Das ist nicht das, was die Gastwirtschaft braucht. Da müssen wir also nochmal drüber nachdenken, was wir dahin bringen. Aber 362 und der ist auf dem Rückweg, alles klar. Hier ist gerade alles besetzt. Okay, der Postzug ist da drin. Da müssten wir mal drüber nachdenken, wie wir das mit dem machen. Weil der ist. Ist der der schnellste? Nicht, ne? Schnell fährt denn der? 100 km/h, okay. Aber der andere fährt, glaube ich, auch nicht schneller, oder? Nee, der kann sogar 160, okay. Dann wird er gleich aufgehalten vom Postzug, oder? Der flirt er schneller. Was passiert hier jetzt? Also die 75 sind direkt, die 287 sind, ne? Post ist auch voll. Ja. Hadixen-Riedenburg, ne? Ist die Linie. bei 160 km/h, 100 km/h. Also ist das hier unser neuestes, unsere neue Errungenschaft für die Strecke dann, oder? Das bedeutet, wir brauchen noch eine Lok, die 160 kann. Das war die, ne? Oder? Ja. Und der Zug war ja auch voll. Wie viel Post geht da jetzt mit? 750. Komm, dann machen wir jetzt 1000. Da machen wir nicht laden. Hadexen-Riedenburg kommt da drauf. Hadexen-Riedenburg. Und starten den. Und der muss nur entladen, die 120 Sack Post, und dann ist Ruhe. Okay. Hier haben wir 284 jetzt. So, hätten wir natürlich auch hier machen können, ne? Aus muss dann Ruhe ist. So, die sind voll. Aber da müssen wir gucken, dass wir da noch mehr drauf kriegen, ne? Und hier wollte ich auch mal gerade reingucken. Auch voll. Da müsste noch eine weitere Straßenbahn fahren. Und da ist auch schon eine, ne? Wenn wir die gleich anklicken, wenn die fährt, dann sehen wir, dass die auch voll ist. So sieht's aus. Die Tram ist hier voll. Alles ist voll. Wir haben zu viel zu tun. Dieser ist hier natürlich nicht voll, ne? Das ist klar. Ja, der kommt, fährt da jetzt rein, aber der liefert ab, glaube ich. Der kommt von da hinten, kam der, ne? Ja, der Südostwald dabei. Vom Stahlwerk steigen jetzt noch 39 aus. Aber das ist ja erstmal gut. Also, er ist nicht voll, aber er wird noch voller werden, wahrscheinlich, wenn wir da hinten noch von Riedenburg welche holen. So, ist hier der Umsteigebahnhof? Ja. 104 Passagiere warten, die definitiv in die Richtung dann wollen. Da kommt er auch schon reingefahren. Die 104 nimmt er dann mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist er. Wartet auf freie Strecke und hat keine Passagiere drin. Wieso hat er keine Passagiere drin? Das ist komisch. Er ist immer noch voll. Er hat 104 jetzt mitgenommen. Das ist das, was wir erwartet haben. Und die 217 sind hier. Aber er hier. Ach, er war schon da, wahrscheinlich. Nee, kann nicht sein, oder? Also hier passt was nicht. Okay, der ist ja offen. Was passt hier nicht? Fährt er eine falsche Linie ab?
Das ist Industrie Mitte. Liedenburg Raffinerie. Hadex ein altes Kohlekraftwerk. Dann Hadex in Südostwald. Dann wieder Kohlekraftwerk. Dann wieder zur Raffinerie. Passt eigentlich. Er ist jetzt angekommen. Und nimmt 59 Leute mit. Das ist sein weitestes Ziel, ne? Fährt jetzt zum Kohlekraftwerk. Er hat 158. Wo ist er? Da, okay. Das sind nicht ganz so viele, ne? So, der Doppelstockwagen fährt jetzt hier rein. Liefert keine ab und nimmt hoffentlich noch einige mit. Ja, der ist voll. Und der ist am Endbahnhof angekommen und dieses Haus, sehr interessant. Er hat jetzt noch ein paar aufgeladen, sind nicht viele. Hier wollte ich gerade mal gucken, das ist... Achso, das ist hier beim Stahlwerk schon, der ist schon auf dem Rückweg. Oder vertue ich mich da? So, das ist hier die Dingens, das Getreidehof, ne? Oder was es auch immer ist. Obstbauer. Er steht jetzt da, kriegt freie Fahrt. Mit seinen 67, er hat 159 drinne. Ja. Wir müssen mal gerade noch den letzten Zug haben, der noch ein bisschen pendelt. Da war ja noch so ein kleiner, den wir haben, oder? Wo ist der? Der fährt jetzt hier nicht gerade rum. Wo ist der denn? Da kommt er. Keine Passagiere. Das ist das Ende. Das ist die Mitte. Die Mitte ist jetzt relativ voll. Wo ist der jetzt? Beim Kohlekraftwerk? Ja, ne? Ja. Das ist aber nicht der Wechselbahnhof, oder doch? Doch, das ist der Wechselbahnhof, ne? Ne, der fährt. Doch, das ist der Wechselbahnhof. Oder? Tue ich mich? Nein, ne? Da müssen wir mal gerade gucken. Ja, er fährt Kohlekraftwerk an, oder? Also, der ist jetzt klar. Ne, da müsste ja der hier. Diese Linie muss Südostwald wechseln, ne? Sonst wären da ja keine Passagiere drauf, oder? Ja, hier ist Südostwald, passt schon. Okay. Aber optimal läuft das alles nicht. Er hat jetzt 70 Passagiere. Fährt jetzt zum Kohlekraftwerk, ne? Genau, oder? Ja. Lädt da jetzt voll. Fährt mit 72 weiter. Okay. Kriegt jetzt wie viel mit? 124, okay. Davon 4 zum Kohlekraftwerk. Der Rest wird in der Raffinerie abgeladen, wo dieser dann ankommen wird. Nee, Quatsch, dieser. Das ist jetzt wo? Ah, beim Ölfeld. Hat er 19. Tja. Wenn du die Zahlen anguckst, ist überall schlecht, ne? Das ist nicht tragbar, auf Deutsch gesagt. Da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen, ne? Schwierig. Ganz schwierig. Hier, der macht richtig Asche. Das ist der Zubringer zu den drei Zügen auch teilweise. Das läuft, ne?
Ja, das Problem ist, dass es halt keine Verbindung dann gibt, die am Ende ist, wo es ne, richtig nochmal Leute hinbringen muss, sozusagen. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das handhaben. Jetzt ist noch die Frage. Die Tierfutterfabrik hat aber auch keine anderen Arbeiter, oder? Nur Riedenburg, ja. Jetzt wäre noch interessant, ob man hier von Riedenburg Leute nach Altenau oder Adenau bringt. Dann würde sich die Geschichte wieder richtig lohnen, wahrscheinlich. Aber ja, gute Frage, ne? Da oben fährt ein Schiff. Das fährt aber unten nach Dingens hin, sag schon, mach mal Karte auf. Das Schiff fährt von hier oben nach da unten. Dahin. Döbeln. Und hier fährt keiner hin. Ist die Frage, ob wir uns dann die Schiffslinie kaputt machen werden, ne? Müsste mal überhaupt gucken, was da so drauf rumfährt. 817 von 1000. Ist auch nicht effektiv. 2700. Minus 42 plus 3. Ach ne, hier. Minus 82. Minus 42. 83 plus 87 minus 74 plus. Wow. Das ist aber ein großer Unterschied, ne? Das fährt gerade leer durch die Gegend, ne? Weißt du was? Dann mal ein Tschüss. Der steht, ah, warte mal, der steht auf nicht laden. Ja, dann trotzdem Tschüss. Die anderen werden dann voller, würde ich sagen. Schick den nach Hause. Okay, aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder total fortgeschritten. Wir machen erstmal hier einen Cut. Sind natürlich auch wieder auf viel zu vielen Baustellen unterwegs. Wir wollten eigentlich nur den Zug machen und sind dann auch wieder überall woanders gelandet. Noch ein paar Signale gesetzt und so, ne? Alles gemacht. Aber hier diese Zahlen, die sind nicht so toll. Da müssen wir gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Aber sicher, wenn die Arbeiter zu den Werken kommen, produziert, dann wird da auch mehr produziert und so. Das bringt ja auch wieder Geld, ne? Muss man mal gucken. Hier ist auf jeden Fall 190, 240. Fast voll, ne? Aber nur fast. Ich glaube, da müssen wir nochmal nächste Runde gucken. Vor allem, weil er hier permanent und ständig, na jetzt gerade nicht, aber vorher fuhr er schon die ganze Zeit da voll durch die Gegend, ne? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo hier unten der Halt ist, wie wir da stehen. Floto Riedenburg, Riedenburg über der Hardexen, 47. Alles andere ist Riedenburg. Okay. 66 wird natürlich dann auch mehr, ne? Zum Baustoffhandel hin, Handel hin. Ja. Okay, ich würde mal sagen, wir machen erst einen Cut, überlegen uns das nochmal genau, können wir in den Kommentaren auch drüber diskutieren und würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Urlaub macht, eins, wenn es euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare habe ich eben gesagt, gerne schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns dann. Bis ciao. Bis dann. Ciao.